Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amordcore. So, im letzten Part haben wir unser Derbe AC mehr oder weniger aufgepimpt. Zumindest optisch. Ich hab noch nicht alles hier gezeigt. Nachdem ich mir den Part, den ersten Part angesehen habe, fand ich es ein bisschen scheiße von mir, dass ich nicht alles hier gezeigt habe. Und auch genauso hier, die verschiedenen Aussatzmöglichkeiten. Und deshalb mache ich das jetzt auch kurz hier. Also Assembly ist das typische Wechseln von Teilen. Kopf, cooler Panzer. Wir haben auch nichts anderes momentan. Arme, wir können anequippen. Ich hab keine Arme. So. Und ja, anequippen, Generator für Energie, FCS für Kontrollsystem, Booster, müsste sich selbst erklären, Backrippen, der kleine Missile Launcher, ein Radarsystem, was eigentlich scheiße ist, das deshalb verkaufen werden muss, die Laserblade, die ich noch nicht demonstriert habe, und die Kack-Fick-Rifle. So, das ist unsere Ausstattung. Option, ja, danke, genau, schon. Egal, sind sowieso nicht so wichtig. Performance ist, habe ich ja schon gezeigt, das ist einfach nur so ein Zusammenschnitt von unseren jetzigen, hier. Point. Halt eine Zusammenfassung von unserem Ding hier. Collar habe ich schon. Hier, Emblem. Moment. Oh, ich kann hier einen neuen machen. Wusste ich gar nicht. Vom Software. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, dass. Okay. Gut, von mir aus. Ich habe schon vergessen, dass. War ich das? Canceln. Ja. Moment. Ich bin gleich da. Ich bin gleich soweit. Ich will nur was mit dem Emblem kurz machen. Ja, hier. Load Emblem. So. Da irgendwo. Was? Warte mal. Was? Nein! Mein schönes Emblem. Ist gar nicht mehr da. So total schön, aber es auch gar nicht selbst gemacht war oder so. Kurz Moment. Nachdem ich das Fehlen des mysteriösen Emblems endlich aufgelöst habe, habe ich jetzt endlich dieses dumme Emblem gefunden. Die dumme Sonne, die ich überall gesucht habe. Damit auch mein AC richtig der derbste Sonnenritter sein wird. Jetzt muss es eigentlich dran sein. Guckt auf den rechten Arm. Ich mag das. Okay, so. Jetzt noch zum Rest. System. Ich demonstriere kurz, was es hier noch gibt. Kann man rechnen, dass hier alles sind. Ja, Success, Failure, Overall, Sorties, Bla, Credits und Rest und Options und Save Data, Kack. Das ist so ziemlich eine der wichtigsten Sachen hier. Missionen. Kommen wir aber noch. Das ist Story, um die Story voranzubringen und um das Spiel überhaupt voranzubringen. Das ist das zweitwichtigste Ding hier. Der Shop. Das ist sehr, hat sehr viel Auswahl. Wenn wir uns noch, wenn wir schon hier, wie viel kostet die Kack-Rifle? Ah, 11.000, okay. Kann ich mir ein, ich kann mir kein Maschinengewehr leisten. Machine Gun. Type, okay, gut. Na gut, dann soweit sind wir noch nicht. Wir werden langsam im Shop, mache ich dann, demonstriere ich dann, was es alles gibt. Ich möchte jetzt nicht alles super zeigen. Ranking! Ja, wird später ausgebaut in den anderen, in den zwei Add-on-Spielen zu Armored Core. Für die PlayStation ist, wird das Ranking zur Arena umfunktioniert. Und ja. Könnt ihr ja kurz reinschauen, das ist hier die 10 Ranking-Leute, die viel zu stark sind. Pilot, White, Queen, AC, Checkmate 2, wow. Das Emblem verrät auch gar nichts, was er macht. Loves Close-Up Combat and excels at Swordplay. Also known on the net as a Chess Champion, wow. Er war in der Schule, ist bestimmt zu Schach AG gegangen. Peacemaker, hört sich gut an. Blue Steel Baby, okay. Now known for his unique combat style that relies on guns only. No
Precision Guided Weapons. Ja, gutes Englisch. Precision. Mizuho Kamui. Der war schwul, der war richtig derbe schwul, weil sein AC viel zu dumm war. Kamui MK17, genau, der war viel zu schwul. Noticed as a spirited up and coming Raven takes full advantage of his heavily armed tank AC. Das kann ich ja nochmal. Okay, das erkläre ich dann später. Nick Kawasaki, das ist ein ziemlich guter Name, hört sich ziemlich japanisch an. Dragon Killer uses a lightweight AC with enhanced radar. Good one-shot sniper. Does the job with minimal combat. Voll die volle Feiglinge. Lynx Minx. Pretty Kitty. Ich finde das Emblem wieder ziemlich gut. This Raven excels at high-speed combat in a four-legged AC. Prefers wide open areas with few obstacles. Crescent Moon. Oh gut, gut. Always a gentleman. But in battle, he's feared for the cool, professional way he gets... But professional way he gets the job done. Okay. Wolf ist auch ein ziemlich guter Name. Fenrir, oh nein. Do the job reliable in the heavily armed AC. This is his creed. Always has an edge and is very successful. Barutazaru. Barutazaru. Fefnir. Ranks among the top ravens in mission success rate and targets destroyed in battle. A true ace. Oder A apostroph S. S. Okay. Losaivse Valkyrie. Rot, Rossweiße. Wird immer schlimmer. Though to be a woman from the name of her AC, yet nothing certain is known. A top ranking Raven. Und jetzt? Die größte Schwuchtel auf Rang 1 der bescheuertesten Piloten, die es hier gibt. Hustler 1. Nine Ball. The number one Raven, said to be the strongest ever, has the reputation of always handling the tough jobs. Na gut. Ja, stimmt. Wir haben im ersten Part auch hier eine Mail bekommen. Die habe ich ganz total vergessen jetzt irgendwie zu nennen, sagen. Ja, to all new Ravens. From Ray to all new Ravens. Welcome to the Raven's Nest. We at the Raven's Nest use the net to provide various types of support to those who have become Ravens. In addition to relaying remissions, we mainly provide AC repair service, supply ammo, sell parts, etc. Oh god, Menschen. We also occasionally use email to relay information regarding the missions that you have accepted. The Nest never interferes with the mission requests or with the individual Ravens. Even if you have trouble with the mission requests, the Nest cannot get involved. Be aware of this. Oh, by the way, call me. I will be your contact at the Nest. Whether our association will be long or short depends entirely on your skill. I'll be in touch. Gut, das war unser Eingangsurkunde oder sowas ähnliches. So, da wir aber jetzt echt definitiv genug haben von, definitiv genug haben von diesen Optionen hier. Und mir einfällt, dass ich noch dringend was nachspielen muss, was ich jetzt auch tue. Ja, mach ich jetzt auch so. So. Nachdem ich mich über ein paar Sachen informiert habe, können wir jetzt wirklich loslegen. So, ich sollte nicht alles rumskippen, das habe ich damals schon gemacht. Requester Sam City Guard. Advance, bla bla, Geld. You are to eliminate a group of illegal squatters at an abandoned factory on the east side of the city. They profess to be radicals opposed to area redevelopment. However, the planners have already reached an agreement with the citizens in question. So these are merely outlaws who want an excuse to run amok. Amok. Amok ist ein gutes Wort. But they are
They are still citizens. So from the point of the guard, we cannot use force. Ach so, okay. If they are left as is, there is a risk of affecting the progress of the plan. Nein! So, there is no need for restraint. We want you to firmly teach them the rules of society. Theater of operations, old factory, East Zambla. Eliminate illegal squatters. Okay. Und damit gehen wir auf und in unsere allererste Mission. Geil. Das ist ja echt Hammer, Mann. System engaged. Oder doch die derbe engaged. So. Hallo. Okay, da ist der erste anscheinend. Oh. Gut. So viel zu meinem Small Missile Launcher, der viel zu stark ist. Den ich auch sehr mag. Och, ich weiß nicht mehr, wo meine Wurst überhaupt hingeht. Ich verliere mich so schnell hier. Das da links ist übrigens unsere hier. Booster-Anzeige. Ihr habt es halt schon im ersten Part gesehen, aber ja. Die es nicht aufgefallen ist. Das Piepen kommt auch, wenn ich booste, obwohl ich im roten Bereich bin. Kann die Raketen auch mal treffen. So, geht doch. Guckt euch den an. Ja, ich weiß, was mich da angreift. Gut. Da ist so ein komischer Kran mit einem Geschütz. Sehr logisch. Kann ja die Laserblade demonstrieren. Yeah, yeah, yeah. Puff. Puff. So, das war die derbe Laserblade. Die eigentlich, so wie sie jetzt ist, momentan eigentlich ziemlich schlecht ist. Muss ich einfach mal sagen. Und ich regeneriere wirklich sehr langsam meine Energie, was mich ein bisschen nervt, aber naja. Hauptsache, ich kann irgendwie die Gegner töten. Oh yeah, das kann ich auch ohne zu boosten. Okay, der ist irgendwie in der Wand. Und nein, keine Sorge, nicht alle Level sehen so kalt und metallisch aus, keine Sorge. Biu, biu, biu. Rifle ist schlecht und ich benutze sie trotzdem. Gut. Sollte das ein bisschen sparsam sein? Die Munition. Es gibt Gründe. Die gibt's wirklich. So. Du. Warum chillst du da, Auto? Was machst du da? Hör auf, dich in die Ecke zu verstecken. Wer weiß, was du da tust. Ja! So. Mhm. So richtig achieved. Bin ich richtig stolz drauf. Das ist unser super Report. Es ist immer gut, Plus zu machen, anstatt Minus. Klar. Und das meiste, wozu Geld hier rausgeschmissen wird, ist hier Ammunition und AC Repair. Wobei für die Repair eigentlich meistens mehr als für die Ammunition. Für die Munition. Weil es gibt Waffen, da lohnt es. Die kann man nicht wirklich bezahlen. Dazu kommen wir aber noch. So, auf in die nächste Mission. Mhm. Hier, Eliminate Striker war das zweite. Requester Crow. Mhm. Workers in the Avalon Valley Development Area, demonstrating for better working conditions, have taken over the Dawn Bridge. Demonstrating for better working conditions? Ja, die sollen mir Geld. Die kriegen kein Geld, hallo? Arbeiter sind teuer. They have erected a barricade on the bridge and completely halted traffic. There is no sign of the giving in to the guards. They persist in demanding to see the HQ. We told them that we have no time to deal with such trifling matters, but they don't seem to understand. Anyway, we can't leave this as it is. This as is. In a drawn-out battle, collateral damage would become a problem, so forcibly eliminate them now. Several worker MTs are on the bridge, but this shouldn't be no problem at all for you Ravens. Our armored division is also deployed. Should be an easy job, so go to it. So go to it. Okay. Alles klar. Und das ist ein Grund, beziehungsweise in dieser Mission gibt es etwas, was, deswegen ich nochmal kurz, gucken musste. Weil, es gibt hier diese drei Sachen. Eigentlich, das sind ja diese komischen Weapon-Development-Dinger. Ich weiß nicht, war irgendwas, was da geschrieben war. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig gerade, aber das muss sein. Genau deswegen. Es gibt auch in dem Spiel... Ich weiß nicht, ob man die Geheimwaffen nennen kann, aber es gibt Waffen, die eindeutig in den Levels versteckt sind. In einigen.
Und wieso kannst du durch den Stein schießen? Alter, geh weg. So. Ja, es gibt eindeutig versteckte Waffen. Und nicht nur Waffen, auch verschiedene Parts. Es müssen nicht unbedingt Waffen sein. Und die sind echt praktisch teilweise. Sind was Besonderes. Ich weiß auch, dass das eine mein Endbild von meinem AC sein wird. Eine sehr essentielle Waffe. Aber erstmal müssen wir die komische Brücke von Leuten säubern, die mehr Geld wollen. Immer diese Demonstration. Gott, ey, das ist die Scheiße. Na ja, wir wollen mehr Geld. Wir sind auch nur Arbeiter. Wir wollen unsere Familie ernähren. Ja, wer kümmert sich schon um Familie? Alter. Hauptsache man arbeitet. Man tut was für den Beruf, für den Job oder Firma, je nachdem, wo man arbeitet. Stirb! Stirb! Okay, gut. Target achieved. Ja, das soll mir mal eine Lehre sein. Wehe, ihr streikt nochmal. Mann. Alter. Oh, noch mehr Plus. Plusmann ist immer gut. Plus ist cool. Total Credits. Ah. Ich mag immer noch die Musik. So. Jetzt möchte ich aber ehrlich gesagt selber gucken, was das überhaupt für ein Ding war. Ich habe das nur letztens in einem Video gesehen, dass es da was Verstecktes gibt. So. Es ist definitiv kein Chor. Nein. Kein Chor. Kein Kopf. Keine Arme. Es sieht so viel aus wie so eine Waffe. Kein Generator. Kein FCS. Kein Booster. Large Rocket. Nee, von denen halte ich nicht viel. Die haben noch nicht mal hier. Dingens. Verteidigung. Nee, Verteidigung. Hier, anvisieren. Die haben keinen Lock-on, genau. Das müssen die nicht so gut. So, ich will mal kurz hier. Ich will endlich diese beschissene Kack-Rifle wegschmeißen, die ich habe. Eigentlich kann ich einen Rocket-Launcher auch verkaufen. Hm. Oder. Nein, erstmal hier. So, ich habe jetzt mein Ding verkauft. Das heißt, ich kann jetzt hier zeigen, was es für Armwaffen gibt. Das ist die Rifle, die ich gerade vorher gekauft habe. Standard Portable Rifle. Suitable for various missions. Meine Meinung nach nicht, aber egal. Hört nicht drauf. Und das sind die Maschinengewehre hier. Da oben steht Type Rifle. Die drei Maschinengewehre. Fast Reloading Solid Round Machine Gun. Low Single Round Firepower. Jo, passt ja, Maschinengewehr. Enhanced Version of a Machine Gun with higher Firepower. Jo, cool. Wo ist denn die Firepower eigentlich? Da. Attack Power, so ziemlich mittig. 85, 135, okay. Most Powerful Portable Type Machine Gun, okay. Das ist eine Handgun. Ich halte aber nichts von Handguns. Handguns. White Scatter Shot Pistol, very short range. Long Barrel Sniper Rifle. Superior Firepower and Range, but low reload rate. Schrotflinte. Eine Handgun. Eine Bazooka. Okay. Firepower, sehr starke Bazooka. Ich halte aber nichts von diesen Waffen. Hier, von diesen halte ich schon viel mehr. Pulse Rifles. Energy Weapon. Noted for its low range and reload speed. Attack Power 300. Emphasis its long range and number of shots. Jo, passt ja. Ach, das hat mehr Munition. Und das ist auch eigentlich stärker. Okay. Ist also in allem besser. Hier, Laser Rifle gibt es ja natürlich auch. High Firepower. Aber leider auch Energy Consumption. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber das lernen wir noch in den Waffen. Was Energy Consumption noch bedeutet, werden wir noch erfahren. Hier sind die anderen Laser Blades, die man sich holen kann. Powerful Weapon Exclusive for Close in Combat. Das ist eigentlich viel besser, was ich jetzt habe. Zeig mal. Das ist eigentlich echt viel besser. Enhanced Blade Weapon. Both Power and Energy Consumption are higher. Nein. So, ich wollte aber mir ein Maschinengewehr holen. Weil meine Rifle echt schlecht ist. Ich habe 25.000. Okay, dann hole ich mir. Oh. Okay, habe ich nicht gelesen. Ich brauche doch noch ein bisschen Geld. Dann. Ja, nehme ich erstmal das. Ich nehme das erste Maschinengewehr. Jetzt will ich gucken, was mich auch ziemlich nervt. Ich will meinen Kopf verkaufen. Ich weiß, das hört sich merkwürdig an, aber ich will ihn wirklich verkaufen. Tue ich jetzt auch einfach. So, Sell. Dazu verkaufe ich auch
dieses beschissene Radar hier, so. So, ich will gucken, was es hier für Köpfe gibt. Ich will eine mit Radar. Radar Function? None. Ja, dann interessiert mich das nicht. Ja, yeah, dieser komische Kopf, der echt witzig aussieht, wäre eigentlich was für mich. 43.000. Das hatte ich, das ist echt schlecht. Das hat nur nicht mal Memory. Deshalb ist es schlecht. Toller Kopf. Gut. Das ist viel zu teuer. Radar Function provided. Das ist auch nicht so teuer, das könnte ich mir eigentlich holen. Das hat aber no memory. Das hat noch nicht mal Radar Function. Das hat Radar Function und kostet noch nicht so mehr so viel. Ich hole mir den Kopf. So. Kurz ausstatten. Oh, jetzt habe ich einen stylischen neuen Kopf. Ich muss kurz meine Rifle hier ausstatten. Nein. Was? Nein. Nein. Hier, ja genau. Jetzt habe ich auch ein cooles Maschinengewehr. Was echt ziemlich cool ist. Und ja. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Deshalb mal schauen, wie lang dieser Part am Ende wird. Ich glaube, eine Mission mache ich noch. Ja, eine ist noch drin, eindeutig. Destroy Unknown MT. Ja, von mir aus. Isaac City Guard. We just now discovered several unidentified MTs in the sewers. The MTs overwhelmed the guards going to investigate and fled. I don't think they are ordinary citizens. Our reputation will be ruined if we let them go. We'll begin our search of the sewers at once and drive them to you like cattle. You wait there and pound them. Okay. 8 MTs. Oh, das ist ein bisschen viel. Selbst für meine Verhältnisse. Aber ich habe ja mein Maschinengewehr. Das finde ich schon eigentlich ziemlich in Ordnung. Solange ich meine. System engaged. Wir haben jetzt auch eine neue Stimme. Weil. This is a guard. We've cornered the enemy as expected. We'll leave the rest up to you. Alles klar. Wir haben jetzt auch eine neue hier, AI, weil wir uns noch einen neuen Kopf geholt haben. Und die AI ist Standard. Das, was wir auf dem anderen Kopf haben, Target Achieved oder Activate irgendwas. Activate Combat Mode, das war ein sehr schlechte AI. Muss ich sagen. Ja. Und das ist ein Standard halt. Gehört zu diesem Kopf dazu. Jo. Au. Kiste. So. Anscheinend muss ich jetzt ein paar komische Nicht-Citizen-Leute. Was ist das? Wie ist das gruselig, was da oben ist? Ein paar Nicht-Citizen-Leute muss ich töten. Ja, man kann auch springen hier. Das bringt einen nicht viel, außer man hat bestimmte Beine. Aber mir bringt es jetzt gerade wirklich nicht viel. So. Au. Geht weg. Ja! Okay. Hört. Jetzt geht's weiter. Noch mehr Citizen, Nicht-Citizen-Leute töten. Ich mag den Dampf, der hier rauskommt. Das ist echt witzig. Anscheinend warten noch mehr da auf. Okay, zwei sogar. Hallo? Haja! Oh Gott, ich will nur nicht getroffen werden. Ich will auch nicht zu viel. Okay. Combat System disengaged. Okay. Disengaged halt. Und ich mach noch mehr Plus. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Ich überlege gerade, was ich noch machen. Was ich noch an meiner AC machen könnte. Könnte ich noch was machen? 2002 ist mir gar nicht aufgefallen. Ich will nicht den Kopf verkaufen. Core, Arms, Legs bin ich noch zufrieden eigentlich. Back Weapon. Der hier, Missile Launcher. Wieder zwei Missile. Ich weiß nicht, ob ich mir den schon leisten könnte. Der beste Raketenwerfer ist eigentlich, und den würde ich ja euch gerne holen, das hier. Das ist der absolut beste Raketenwerfer. Meiner Meinung nach. Kleiner Missile Launcher, noch ein kleiner Missile Launcher, noch ein kleiner Small Missile Launcher. Ein normaler Missile Launcher, der unglaublich, der wirklich viel stärker ist als so kleine Raketen. Ja, so zwei auf einmal. Das fand ich immer total interessant, aber leider ist es echt nutzlos, auch wenn es echt cool aussieht.
Dispenser, von denen habe ich noch nie was gehalten. Dual Missiles, die sind schon ganz praktisch. Aber eher, ich will lieber die Triple Missiles haben. Halte ich nichts von Rough'n Rockets und da bin ich noch längst nicht bei den Dingern, die man sich an die Schulter knüpft. Das sind hier die verschiedenen Radarsysteme, die man sich holen kann. An die Schulter, von denen halte ich aber auch nichts. Und das sind die Doppeldinger, die man an beide Schultern dann ranheftet. Halte ich aber genauso wenig was. Obwohl, die sind eigentlich ganz cool. Ja gut, ich wollte jetzt aber gucken. Wenn ich jetzt mein, hier, Ding verkaufe. Ich glaube, das verkaufe ich auch. Ich halte nichts von Rocket Launcher. Da kaufe ich mir... Wie viel Gewicht ist das? Weight 600. Oh. Number of Ammo 40, ne? Ist aber schlicht. Ich kaufe erstmal das hier. Der eine kleine Small Missile Launcher ist eigentlich ziemlich in Ordnung, aber ich will eine verbesserte Version, so. Bitte an dem anderen Schulter, so. Ja. Ich könnte auch. Wie viel Geld habe ich noch? Ich hätte eigentlich echt gerne das andere Gewehr. Wie viel kostet das? Okay, ich verkaufe auch meinen Rocket Launcher. Da. So. Geht doch. Warte. Oh. Okay, Änderung. Ich kaufe ja doch kein Maschinengewehr. Man kriegt, wenn man verkauft, den genau selben Preis zurück, wie man den auch bezahlt. Das finde ich extrem cool, muss ich sagen. Und ich kaufe das schöne Ding. Ich glaube, das war gerade echt eine Verschwendung. Aber egal. Egal. So. Alles klar. Wo ist mein Ding? Nein. Hier. Jetzt haben... Ihr seht die EPs da, ne? EPs sind Energy Points. Und mein Generator bestimmt das Maximum an Energy Points, die ich tragen kann. Beziehungsweise haben kann. Anscheinend habe ich nicht genug Power. Das heißt, ich verkaufe wieder meine Pulse Rifle. Schweren Herzens leider. Und kaufe doch mein Maschinengewehr zurück. Oh fuck! Ich wollte nicht nochmal shoppen. So! Da. Alles klar. Gut. Ich glaube, dabei können wir es auch lassen. Wir haben ein paar Missionen hinter uns gebracht. Ein paar unschuldige, streikende Arbeiter verkloppt und getötet. Das ist eigentlich eine gute Ausbeute für einen Mercenary wie einen Raven. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.